Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft für Anfänger. Und wir wollten ja direkt die End-Cities raiden gehen und haben jetzt natürlich ein Problem. Wir sind nicht vorbereitet, ne? Also, wir haben nicht mehr allzu viel zu essen, wir haben nicht viele Baublöcke, wir haben keine Enderperlen. Wir kämen so nicht mal in das Portal rein, deswegen müssen wir erstmal ein paar Endermänner killen. Das ist die Grundvoraussetzung. Vorher kannst du das Video liken, den Kanal kostenlos abonnieren, Merchandise, Instagram, der Zweitkanal, alle wichtigen Links unten in der Videobeschreibung. Darüber hinaus, wir streamen morgen um 20 Uhr hier Mystery. Da ist ja das Portal, ne? Und da müssen wir rein. Das ist leider nur ein Block groß und ich würde gerne vorher erstmal ein paar Enderperlen sammeln. Und dafür machen wir einfach hier mal 1, 2, 3, ne? Auf dem dritten Block machen wir so eine Plattform. Und dann können wir hier nämlich uns einfach hinstellen und können so... Komm mal her. Komm mal her. Ach, die werden gar nicht aggro. Ja, warte, dann machen wir es einfach so. Hallo, 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 hallo. Kommt mal alle her. Wir gucken die mal alle an. Die können uns nämlich nichts. Hihihi. Ja, hi. Hi, du da hinten. Du da. Immer aufs Gesicht. Oh mein Gott, ist das laut. So, na? Alles gut? So, geht doch. Jetzt haben wir 7 Enderperlen, das reicht vollkommen aus. Dann nehmen wir hier gleich noch ein paar Blöcke mit, damit wir drüben ein paar Baublöcke haben. Wir können die auch drüben abbauen, das ist kein Problem, aber ich nehme die jetzt mal mit und wir dürfen halt definitiv nicht sterben, weil wir auch das Drachenei dabei haben, unsere Netherreach-Spitzhacke und so, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Geht aber. Also eigentlich gibt es keinen Grund im End zu sterben. Also abgesehen vom Drachen. Der kann da schon mal reingrätschen, aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut. So, bauen wir uns einfach mal hier hoch, ne? Wir können natürlich auch eine Treppe hochbauen, das ist ja egal, aber wir wollen ja nur, da sind wir. Guck mal, es ist halt nur ein Block, ne? Ist ein bisschen doof. Kannst du natürlich mit einer Falltür reinkrabbeln, mit Wasser reinschwimmen oder eine Enderperle reinwerfen, das geht natürlich auch. Jetzt gibt es nur ein Ding. Es gab mal einen Bug, dass das End nicht schnell genug geladen wurde danach und man direkt ins Void gefallen ist. Was aber interessant zu wissen ist, ist, wenn wir hingehen, wir machen so und drücken direkt Stopp. Seht ihr, die Welt wird trotzdem generiert. Die Welt wird generiert, auch wenn ihr quasi im Pausemenü geht. Und das heißt, sobald ihr da durch seid, Pause drücken. Für den Fall, dass die Welt nicht schnell genug geladen wird und ihr fallt halt ins Void. So, willkommen im End-End. Ihr seht schon, es gibt diese Transitportale auch wieder zurück hier. Und ja, das End sieht natürlich ähnlich aus wie wo der Enderdrache ist. Nur hier haben wir zum Beispiel sowas. Das ist die Chorus-Frucht. Und da können wir hier diese Köpfe können wir abschießen. Dann bekommen wir nämlich Chorus-Blumen. Das können wir wie Gerüstblöcke, zack, abbauen. Dann bekommen wir die Chorus-Frucht. Und das sind zwei sehr coole Sachen. Ne? Das hier, das ist quasi der Samen, der in den Boden gepflanzt wird. Ja, also, bupp, so, und daraus wächst sowas hier. Ne? Falls ihr das irgendwie in der Oberwelt anpflanzen wollt. Warum sollte man das anpflanzen? Dazu kommen wir jetzt gleich. Erstmal gucken wir, hier sind 3 Blüten drauf. Wenn wir es einfach so abbauen, dann sind die Blüten weg. Wir müssen die also vorher mit Pfeil und Bogen quasi abschießen, so dass die sich auflösen und dann, oder halt abbauen, ne? Da könnt ihr auch hochklettern. Mit Pfeil und Bogen, hallo, mit Pfeil und Bogen ist halt einfacher. Sag mal, jetzt haben wir aber noch die Chorus-Frucht, ne? Und die Frucht ist halt mega cool, pass mal auf. Wir sind ein Enderman. Yay! Nein, die Chorus-Frucht teleportiert ein, ich glaube im Radius von 8 Blöcken, ne? Von 8 Blöcken, random durch die Gegend und immer auf einen soliden Block. Da kommen wir gleich noch zu, warum das gut ist. Aber man kann sie einerseits futtern für Nahrung, andererseits, um sich zum Beispiel durch Wände durchzuteleportieren. Das ist sehr, sehr gut. Aber auch, um sich quasi auf den Boden zurückzuholen, weil sie teleportiert einen immer auf einen soliden Block. Das macht sie super einzigartig. Mega gut. Und jetzt müssen wir mal gucken hier, ob wir irgendwo... Wir sehen verschiedene Plattformen, verschiedene fliegende Inseln und wir müssen uns halt rüberbauen. Ne? So, da muss man so ein bisschen aufpassen. Okay, hier kommen wir noch relativ easy rüber. Keine Sorge, ihr müsst euch nicht merken, wo das Portal ist, wo ihr reingekommen seid. Es gibt immer mal wieder welche. Ne? Das heißt, man kann hier ruhig einfach mal straight loslaufen, wenn man Bock hat. So wie ich das jetzt hier mache. Denn wir suchen eine sogenannte End City. Ja, End City. Quasi das Minecraft-Dorf im End. Mit seinen ganz, ganz eigenen Bewohnern. Und eigentlich sind wir jetzt hier, weil wir zwei Dinge suchen. Wir wollen nämlich unser Inventar erweitern. Das geht nur hier. Mega gut, ne?
Und wir wollen natürlich eine Elytra. Elytra sind die Flügel, mit denen wir dann fliegen können und wir dann den Himmel erobern werden. Und das ist halt einfach mega, mega praktisch, weil man dann so viel schneller unterwegs ist und man halt auch schneller an hochgelegene Dinge kommt. Deswegen eine Elytra. Wie finde ich jetzt eine Endcity? Naja, da gibt es keinen, ich sag jetzt mal, festen Trick oder Weg oder Plan, wo du langläufst oder was weiß ich nicht. Es ist einfach rumgucken. Und es ist natürlich sinnvoll, die großen Inseln zu nehmen. Da ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass da eine Endcity drauf ist, zum einen. Zum anderen natürlich die Sichtweite hochdrehen. Und vielleicht Night Vision Potion mitnehmen, ne? Dann sieht man ein bisschen mehr. Aber wir sind ja jetzt hier unverhofft einfach losgelaufen. Deswegen haben wir keine. So, einmal Mampf. Und dann werden wir hier uns mal rüberbauen. Und dabei sneaken. Sneaken. Ja, niemals loslassen die Taste. Solltet ihr, warum auch immer, weil ihr vielleicht irgendwie fett am Schwitzen seid oder so, Angst haben von der Taste abzurutschen, dann könnt ihr Optionen, Steuerung, Schleichen von Halten auf Umschalt. Das heißt, ihr drückt einmal und ihr schleicht immer weiter. Na, ich mache das jetzt nicht, ich halte die Taste immer fest und schon könnt ihr nicht runterfallen. Wie man unschwer erkennen kann, ist das End natürlich auch... Oh boy, warte. Euer Zuhause. Das End ist euer Zuhause, ne? Aber da kommt eine End-City. Oh, sogar groß. Und, schade. Das ist eine End-City. Und wir wissen noch nicht, ob es eine ist, die wir haben wollen oder nicht. Stimmt nicht ganz, wir wollen die alle. Aber eine Elytra findet man nur in End-Schiffen. Und die fliegen immer an der End-City rum. Also die hängen da so in der Luft rum, die chillen so ein bisschen. Aber die ist schon riesig, also die ist wirklich, wirklich groß. Die End-City ist groß. Trotzdem raiden und looten wir die. Und warum raiden? Weil da gibt es ein paar besondere Gäste. Und das sind die Kollegen da, das sind Schalker-Boxen. Die sind auch ziemlich, ziemlich unique, das muss man mal sagen. Es sind immer zwei Stück am Eingang, die quasi als Bodyguard da fungieren. Ihr könnt die, wenn sie geschlossen sind, mit Pfeil und Bogen gar nicht treffen. Ne, die gehen immer so auf und zu. Und die schießen immer... Hier, solche Bälle. Und die lassen sich halt schweben. So, und das versuchen wir natürlich zu verhindern, indem wir die immer schön wegschleifen. Sag mal, was ist denn das für ein Movement hier? Erstmal hier rein. Hier drinnen ist man safe. Weil, wenn man hier quasi getroffen wird und schwebt, dann ist das nicht schlimm. Dann hängt man hier drin. So, wir sehen es schon. La, 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 jetzt schwebe ich schon. Ihr seht auch, wir haben eine Schalker-Schale bekommen. Und weil ich dumm bin und ich Glück aufs Schwert gemacht habe, anstatt Plünderung, weil ich einfach voll doof bin, weil aufs Schwert muss Plünderung, das hat denselben Effekt wie Glück fürs Schwert, haben wir jetzt nur eine Schalker-Schale bekommen. Aber die brauchen wir, um unser Inventar quasi zu vergrößern und das auf sehr, sehr groß. Ja, also sehr, sehr, sehr groß. Bis zu 69.000 Blöcken oder so. Müsste jetzt durchzählen. Aber guck mal hier. Hier geht's hoch, ne? Eine End-City ist quasi ein riesen Jump-and-Run-Park. Was natürlich für mich super, super nice ist. Nicht. Aber wir können auch ein bisschen schummeln, wenn wir wollen. Und wir machen einfach Dankeschön. So, dass wir da dann gleich hochklettern können. Weißt du? Okay. Oder wir doof sind. Da, habt ihr gesehen, die kann sich auch wegteleportieren. So, hier, komm. Gib mir her. Dankeschön. Leider keine Schale. Aber gut, da hat man halt nicht immer das Glück, ne? Jetzt sind wir ganz oben. Und hier gibt es einerseits diese Endstäbe, die kann man auch so craften, ne? Also die muss man nicht unbedingt mitnehmen. Ist aber eine schöne Leuchtquelle. Und wenn sie ja gerade mal hier sind, dann können wir sie auch einsammeln, ne? Jetzt teleportiert euch doch nicht alle weg hier. Oh, wo sind die denn da unten? Oh Gott. Wo ist die da? Okay. Okay. Ja, komm hier. Darf ich mal runter? So, jetzt ist sie, glaube ich, draußen. Okay. Noch zwei Schalen. Jetzt haben wir schon mal 6, das ist sehr gut. Und jetzt seht ihr, es gibt hier auch noch diese 2 Truhen, ne? Die Truhe haben wir noch gar nicht gesehen. Erstmal gucken wir die. Nice, 2 Diamanten. Nice, Schärfe 4, Schwungkraft 3, okay, auch gut. Und das hier ist eine Ender-Chest, ne?
So. Da können wir jetzt Sachen reinlegen. Zum Beispiel, so. Das ist nicht weg. Das ist quasi ein dauerhaftes Inventar. Das ist auch da, wenn es keine Endertruhen gibt. Das ist für jeden Spieler angelegt. Das heißt, wenn jetzt hier ein anderer Spieler reingucken würde, würde er nicht das sehen, sondern das, was er reingelegt hat. Ja, das ist quasi eine Truhe, die man nicht griefen oder klauen kann oder so. Und jetzt ist es natürlich so, wir haben keine Behutsamkeit. Wir bauen sie trotzdem mal ab, weil das, was hier drin ist, ist da drin. Das ist nicht weg. Ja, keine Sorge, das ist nicht weg. Das können wir einfach so, ja, wenn wir dann das nächste Mal eine Endertruhe bauen, dann ist es wieder da. Versteht ihr? So, das verschwindet nicht. Wir bauen es mal ab, ohne Behutsamkeit. Genau, Obsidian. Das ist nämlich das Ding. Damit ist die Endertruhe weg. Gut, wir sind gleich bei der nächsten Truhe. Oi, das ist ein bisschen Gold. Schutzhaltbarkeit, okay. Und seht ihr, da sind unsere Sachen wieder. Können wir gleich das Gold reinlegen und so. Ganz easy. Super einfach. Brauchen wir nur jetzt nicht abbauen, weil die kann man nur mit Behutsamkeit abbauen. Und das ist halt so ein bisschen, ja, hammernisch. Also gerade nicht dabei. So eine schöne große Endcity, aber leider kein Schiff dabei. Das ist echt schade. Müssen wir halt weiter suchen gehen. Noch eine Endcity. La 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 la. Noch eine. Okay, die ist genauso groß. Jetzt wollen wir hoffen, dass da irgendwo vielleicht auf der Rückseite ein Schiff rumfliegt. Weil bis jetzt sehen wir keins. Oh. Oh, da. Haha. Ja. Ein Endchip. Es gibt ewig viele solcher Endcities, ne? Ihr müsst halt einfach wirklich suchen. Keine Sorge, es gibt nicht irgendwie nur 3 Stück oder so. Wenn ihr halt Pech habt in den ersten 5 Endcities ist eben kein Schiff, dann ist das halt so. Da müsst ihr weitersuchen, aber keine Sorge. Ihr könnt da endlos lang suchen. Oh, guck mal, und so ein Leuchtstrahl, da ist auch wieder so ein Ausgangsportal. Das passt ja sehr gut. Dann ist natürlich die Frage, ob meine paar Blöcke reichen, um da hochzukommen. Wir werden es sehen. Wir werden es versuchen. Es könnte nicht reichen. Okay, wir sind drin. Wir sind drinne. Sehr gut. Und jetzt haben wir quasi ein bisschen geschummelt, weil guck mal, wir sind direkt hier an der Seite rein. Hallo, komm, geh auf. Boom, bam. Wow. Wo ist hier hin? Egal. Ich mach mal hier gerade einfach so, damit hier nichts reingeflogen kommt, ne? So, das ist es nämlich, was wir wollen. So, einmal linksklick und hinterm Horizont geht's weiter. Elytron, das sind unsere Flügel und wir müssen die Brustplatte damit ersetzen. Warum sehen wir gleich? Erstmal gucken wir hier rein. Oh, bisschen Eisen, bisschen Gold geht, ne? Atmung, Wasseraffinität. Das ist eigentlich nice, wenn wir tauchen gehen. Was haben wir hier? Oh, Wand 3, Schärfe 3, Schwungkraft 3 ist auch gut. Was haben wir hier? Effizienz 5, Haltbarkeit 3. Auch gut, ne? Auch gut. Komm, nehmen wir alles mit, können wir alles entzaubern, zur Not für Erfahrung. Aber wir haben jetzt Flügel an. Juhu! Und wir demonstrieren das gleich mal direkt. Oh. Direktheilung. Ja gut, das geht auch, ne? Aber sonst ist hier nichts mehr. Und ich sag jetzt, danke. Tschüss. Guck mal, ich gleite schon hier runter. Und das wird knapp, aber machbar, glaube ich. Ja. Guck mal, da ist auch gleich das Portal. Yay, perfekt. Perfekt, besser geht's doch nicht. Ihr habt also gesehen, wir können jetzt so durch die Luft gleiten. Und wenn wir jetzt noch ein paar andere Dinge besorgen und ein bisschen üben, dann können wir endlos durch die Luft fliegen. Aber ich glaube, wir machen eine extra Folge für Elytra Flugstunde. Ich sag nur direkt vielen lieben Dank für die Endcity. Ich hau ab. Und jetzt sind wir wieder hier. Auf unserer Spawn-Plattform. Einmal in die Mitte. Boom. Und jetzt kommen die Credits. Die haben wir noch nicht gesehen. Die werden wir aber auch überspringen. Keine Sorge. Ja, willkommen zurück in der Festung, ne? Weil wir hier im Bett geschlafen haben. Wir spawnen also wieder bei unserem Bett. Und jetzt müssen wir erstmal wieder nach Hause laufen. Und dann zeige ich euch, warum Inventar erweitern. Und jetzt ärgert es mich echt ein bisschen, dass ich die Karte nicht mitgenommen habe. Aber okay, gut. Gehen wir mal kurz hier ran. Und gucken mal, wo ist das Schöne denn? Einmal hier haben wir jetzt die Purpurblöcke, ne? Das ist aus diesen, ne, da können wir halt Treppen draus machen, so. Die haben wir ja am Ende geklaut. Und wir haben hier diese schöne Schalker-Kiste. 2 Stück brauchen wir und eine Truhe. 6 nimmt man so standardmäßig mit, damit man sich 3 Stück macht. Ne? Einmal für Baublöcke, einmal für Erze, wenn man unterwegs ist und einmal für Ranz. Nicht nur Ranz oder sonstiges. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie das aussieht. Hier haben wir noch ein bisschen Birkenholz. Das brauchen wir eh nie, weil das ist einfach grottenhässlich. Wir machen mal 2 Truhen. Machen so. Schale. Boom. Und das verändert dein Minecraft-Leben so hart. Diese Schalker-Kiste, wenn wir sie hinsetzen,
ist quasi eine Truhe. Ne? Das ist jetzt die Schalker-Kiste ohne Schalker drin. Guck mal, und wir haben hier... Ne? Und wir können jetzt hier Sachen reinpacken. Ich packe einfach mal rein, so fertig, ne? Hier den Kram, den wir gefunden haben und so. Packen wir einfach rein. Warte, den Kürbis ziehe ich mal aus. Ne? Kannst du einfach reinpacken. Nimmst deine Spitzhacke. Keine Behutsamkeit, ne? Kriegst diese Kiste wieder. Und da siehst du einfach, was drin ist. Es ist quasi dein neuer Riesenrucksack. Du kannst jetzt hier 2, 4, 6, 8, 9, 18, 27 Schalker-Kisten reinpacken, die auch wieder jeweils 27 Plätze haben. Boy, Rieseninventar. Und man kann die auch noch, jetzt muss ich mal gerade gucken, hier, guck mal, zum Beispiel Mohn. Ne? Machen wir einfach mal Farbstoff draus. Und man kann die auch einfach einfärben. Dann haben wir eine rote Schalker-Kiste. Das geht super als Deko-Block. Ist natürlich hart dann zu farmen. Sehr nice. Dein erweitertes Inventar. Okay, jetzt habe ich zwei Farmer hier oben. Was ist... Hä? Okay, aber ich glaube, ich habe mein Frage-des-Tages-Buch bei der Festung gelassen. Das ist dann natürlich ein bisschen doof. Dann müssen wir entweder das irgendwann mal holen oder ein neues machen oder weiß ich nicht. Kanalmitglied des Tages ist Marcel Pretzer. Danke Marcel, dass du das Ganze hier supportest. Das macht das auch ein ganzes Stück weit möglich. Aber die Frage des Tages. Die Frage des Tages. Lars, warum sieht das bei dir so unnormal geil aus? Und was für einen Shader benutzt du? Okay. Also Ressourcenpakete benutze ich gar keins. Das von Fabric Mods ist einfach drin, weil Fabric Mods, ne? Also die Fabric Mods nehme ich wegen Shader-Einstellungen, ne? Also hier Grafikeinstellungen sehen bei mir schon so aus. Und ja, das überlappt hier so ein bisschen, ne? Aber hier oben steht Shader-Pakete. Und ich benutze momentan den BSL V7105, weil der verhältnismäßig hell ist in der Nacht und in Höhlen. Sonst habe ich immer den Sildo Vibrant Shader. Der ist halt kräftiger von der Farbe her, ne? Hier, seht ihr schon. Aber der wirkt dadurch ein bisschen dunkler. Und für meine Shader-Mod, also die Iris und Sodium, ist eigentlich der Shader hier gedacht. Der ist extra dafür konzipiert. Der sieht auch schön aus. Seht ihr hier richtig, richtig krasses Abendlicht und so. Ja, mit Nebeleffekten, mit allem. Das Wasser sieht genauso geil aus wie eben. Aber ist mir auch gerade in Höhlen und so zu dunkel. Deswegen bin ich momentan beim BSL-Shader. Der ist verhältnismäßig hell und bietet einiges an Möglichkeiten. Aber das war's für diese Folge. Ich sage vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.